Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung am Freitagabend hier bei BLK TV. Zum gemeinsamen Start ins Wochenende haben wir eine unterhaltsame Spezialausgabe vorbereitet. Kennen Sie die Altweibermühle? In unseren Breiten ist diese sicherlich bekannt. Aber wer nicht weiß, was es mit diesem besonderen Mahlwerk auf sich hat, der erfährt heute bei uns mehr darüber. Nämlich alle 7 Jahre ist in Lobitsch, einem kleinen Ort bei Weißenfels, regelrecht der Teufel los. Zur Lobitscher Altweibermühle strömen tausende Besucher in den kleinen Ort. Das letzte Mal war das 2016 der Fall. 3 tolle Feiertage, auf die sich die Lobitscher jahrelang vorbereiten. Nun ist es mal wieder soweit. Die Altweibermühle in Lobitsch, die nimmt ihre Arbeit auf. 3 Tage lang ist hier alles auf den Beinen, was Sie sich nur denken können. Und wir sind an allen 3 Tagen dabei und berichten darüber. Ja, die Altweibermühle in Lobitsch, alle 7 Jahre. Könnte man sagen, wie schnell doch die Zeit vergeht. Seit vielen Generationen gibt es nun schon die 7-jährige Tradition der Altweibermühle in Lobitsch. So herrschte in diesem Jahr mal wieder in dem kleinen Ort nahe Weißenfels der Ausnahmezustand und für 3 Tage war es das Zentrum des Geschehens im Burgenlandkreis. Nachdem die Mühle 2009 ihre Arbeit verrichtet hatte, ruhte sie 7 Jahre lang und wurde nun 2016 wieder in Betrieb genommen. Am Freitagabend gab es für die Festivitäten einen großen musikalischen Auftakt mit der Gruppe Tänzchentee. Zuvor sprachen wir mit Lars Schiefner, dem Obermüller der Altweibermühle. Wir wollen mal so ein bisschen auf die Geschichte eingehen. Seit wann wird das hier gefeiert? Also der Brauch, der kam ja schon 1854. Von Ferdinand Gärtner hierher, ist seitdem gefeiert worden. Wir haben Fotos von den 30er Jahren, also auch da wirklich nachweislich, dass wir in den 30er Jahren, 40er Jahren gefeiert haben. Es gibt Fotos von 1954, also es ist eine sehr lange Tradition, die das kleine Dorf hier hochhält. Schön, wir sehen uns ja jetzt alle 3 Tage. Heute habe ich noch die Frage, was geht heute erstmal noch zum Freitagabend hier ab? Heute Abend ist Open Air mit Tänzchentee. Ich glaube, gute Stimmung ist angesagt. Die werden Lobitsch rocken und das ist ein guter Auftakt für unser Fest. So wiederholt sich alle 7 Jahre die Tradition in dem kleinen Ort nahe Weißenfels aufs Neue. Und das passiert üblicherweise immer am 1. Augustwochenende. Die Vorbereitungen dazu laufen bereits 3 Jahre vorher an. Sie sind ja schon viele Jahre dabei. Ja. Macht es denn immer noch Spaß? Aber natürlich. Natürlich, wir sind ein super Team. Es sind viele Lobitscher, viele Bekannte mit dabei. Ich bin schon über 24 oder 23 Jahre im Vorstand mit, 10 Jahre Chefin. Und das verbindet natürlich auch. Auch so ein Verein verbindet. Ja, die Kinder grüßen mich, die kennen mich alle. Und insofern ist das schon schön. Und weil Lobitsch nun auch so ein kleiner Ort ist, ist natürlich auch durch diesen Verein der Zusammenhalt viel, viel, viel größer. Und ihr erwartet unheimlich viele Gäste. Als wir hier angekommen sind, haben wir gesehen, auf der linken Seite Feuerwehr hat schon die Parkplätze gesichert. Es ist ja jedes Mal Wahnsinn, was hier los ist. Ja, natürlich sehen Sie auch dadurch, wir haben auch Vereine gefragt, die uns natürlich mit unterstützen. Ja, aber unser Verein ist auch sehr, sehr groß. Ja, über 60 Mitglieder und sehr viele Vereinsfreunde, die wir haben. Und somit können wir das Fest eben toll über die Runden bringen. Knapp 300 Einwohner leben in dem kleinen Ort
und der Verein zählt rund 60 Mitglieder. Gemeinsam mit Vereinsfreunden und jeder Familie in Lobitsch wird aus der Altweibermühle eines der größten Traditionsfeste Mitteldeutschlands. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Lobitscher, und ein herzliches Willkommen, liebe Gäste. Nach 7 Jahren ist es wieder soweit. In Lobitsch beginnt die Altweibermühlenzeit. Aber lasst uns nun endlich beginnen. Wir wünschen euch viel Spaß für das Wochenende und uns ein friedliches Fest. Hiermit erkläre ich die Lobitscher Altweibermühle 2016 für eröffnet. Das war der Freitagabend hier in Lobitsch. Wie es am zweiten Tag hier weitergegangen ist, was hier alles so los war. Und dann kann ich Ihnen versprechen, hier steppte buchstäblich der Bär. Das sehen Sie gleich. Schnucki, was machst denn du? Ich schaue Angebote durch. Ich hab da eine Idee, komm mal mit. Ach, warte, ich brauche noch meine Angebote. Machen auch Sie Schluss mit lästigem Prospektewälzen. Im E-Center Hinze bekommen Sie immer alles frisch, günstig und von vielen regionalen Erzeugern. Wie zum Beispiel Obst und Gemüse, Lebensmittel, Freiburger Weine und Naumburger Bier. Entscheiden auch Sie sich bewusst fürs Einkaufen und Genießen in Ihrer Heimat. Wir lieben Lebensmittel und freuen uns auf Ihren Besuch. Ihr E-Center Hinze in Naumburg. Rekomöbel. Wir bringen Farbe in Ihr Leben. Moin Großer, alles Gute zum 18. Sei nicht traurig. Freu dich auf deine Freiheit. Ab heute stressfrei wohnen bei der WVW. Schrieb ich Musik, die zum Träumen verführt, wo man meint, dass ein Wunder geschieht. Hier fände ich die Muse, die die Seele berührt, so entstand dann wohl auch dieses Lied. Für mein Lobitsch, das Dorf mit besonderem Flair, Idylle und Charme, doch da ist noch viel mehr. Ein Storchenpaar kehrt hierher jährlich zurück und schaut stolz herunter auf so manch kleines Glück, auf die sanfte Natur,
an der Saale entlang, auf die Leute, die hier wohnen, mit ihr im Einklang, auf mein Lobitsch, ein Dörfchen, ein ganz kleines Nest, doch einmalig durch das Altweibermühlenfest, auf mein Lobitsch, ein Dörfchen, ein ganz kleines Nest, doch einmalig durch das Altweibermühlenfest. Jetzt komme ich und dann hauen wir ab, oder wie? Nee, und das wir Kräfte müssen, sammeln. Wir müssen los. Unsere Hässlichkeit wird erwünscht. Alles klar. Ja, also wir stehen vollkommen unter Druck. Also wir haben noch ein bisschen Pläne was im Bauch. Aber ist noch ein bisschen mal zu sehen, ja. Ja, ein bisschen ist noch was da. Ein bisschen noch ist was da. Super. Aber wir futtern das schon wieder an. Alles klar. Neben dem Kunsthandwerkermarkt für die Erwachsenen wurde für die Jüngsten ein buntes Kinderfest durchgeführt. Hüpfburg, Kinderfeuerwehr und diverse Mitmachstationen luden zum Mitmachen ein. Ich bin hier mal neugierig. Was wird hier denn gesucht? Wir machen hier eine Taststation mit verschiedenen Sachen, die halt vom Bauernhof kommen. Und unter anderem haben wir Holztaler gebastelt. Mhm. Und wenn man einen Holztaler findet, kann man dann sich dort eine Roste dafür holen. Eine halbe. Ich habe gesehen, du warst mit beiden Händen schon drin. Ja. Hast du was gefunden, was gefühlt? Ja, so ein Holztaler. Wie schwer war's? Naja, also der fällt ja kaum auf. Das heißt, den kann man nicht so wirklich gut finden. Okay. Aber ich habe ihn gefunden. Super. Jetzt kannst du dir was holen, ne? Jetzt kannst du dir einen Marken füllen. Ja. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Klapp, 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 klapp. Bei Tag und bei Nacht ist der Müller stets wach. Klapp, 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 klapp. Hallo, na meine. Wo wollt ihr denn hin, ihr zwei? Wir müssen hier auf dem Markt die Mäuse verkaufen, sonst kriegen wir da nichts zu fressen, wenn du hier kein Geld hast. Die wollen immer nur Pulver. Ach, schon vorbereitet auf morgen? Na klar, hier, wir haben schon frisch vom Acker geholt, das zeige ich hier. Na. Geklaut. Nee, wir klauen nicht. Das ist, mein lieber Freund. Alles hat erarbeitet. Ja. Seid ihr da morgen oben da, oben auf der Mühle? Wir haben keine Zeit, wir sind auf dem Markt morgen. Oben am Dreieck machen wir einen Marktstand, da verkaufen wir Gemüse, damit unser Alter immer was zu fressen hat. Alle Beete macht ihr da. Na klar. Habt ihr ja zu tun, Mensch. Na, wenn es nach den Dingen wird, mir ja nein, damit er was Frisches und Knackiges eben hat im Bett. Genau. Ja, nichts gibt's, den werden wir uns. Genau. Vielleicht in 7 Jahren, hä? Ja, da schmeißen wir den Alten selber nein. Wir haben keine Zeit, wir müssen klagen. Ach, ihr Arm, ja. Wir sind noch keine Rentner. Wir sehen uns morgen. Ja, das wird schön. Heute Kasse ist. Ja. Hoffentlich haben sie das große Geld alle mit. Na, mit Sicherheit. Na, mit Sicherheit. Alles Bio. Na, viel Spaß, viel Glück. Bevor es am Sonntag auch für die beiden ernst wurde, gab es am Samstag eine traditionelle Mühlenschau. Auch wenn die Tradition schon über 100 Jahre lang besteht, bevor in Deutschland eine hochtechnisierte Maschine mit ein wenig Magie ihren Betrieb aufnehmen kann, muss natürlich der TÜV sein Okay geben. Naja, wenn ein Beamter dann auch noch am Wochenende arbeiten muss, wird's mit dem Gütesiegel nochmal umso schwieriger. Also so geht das nicht, Herr Obermüller. Und das alles nur für die Berufsgenossenschaft. Oh, der Meckerfritze schon wieder. Hallo, Herr Korinthenkar, schön, Sie zu sehen. Ja, sparen Sie sich Ihre Höflichkeitsfloskeln. Lassen Sie uns lieber anfangen. Ich habe hier meine Checkliste. Na, Punkt 1 ist schon mal ganz schlecht. Ist die Standfestigkeit gegeben? Ich klopfe mal hier. Klopfe mal da. Nein. Beste deutsche Eiche, das sollte wohl halten.
kommen wir zum finalen Test mit einem Kontrollgewicht von 110,388 Kilogramm. Passt. Trotz einem kritischen Blick hat die Abnahme dann doch geklappt. Die Tradition verpflichtet eben. Dennoch gab es in diesem Jahr wieder ein paar Neuerungen. So zum Beispiel wurde die Showbühne auf dem gegenüberliegenden Platz verlagert, um das Publikum besser ansprechen zu können. Und direkt vor der Mühle ein Laufsteg installiert. Die sogenannten Updates an den Örtlichkeiten hatten aber keinen Einfluss auf das seit Jahrhunderten bestehende Grundgesetz der Altweibermühle. So steht es seit Jahrhunderten geschrieben und alle 7 Jahre können sich die vielen Besucher von der magischen Altweibermühle überzeugen. Die Probemahlgänge liefen nach Plan und der Obermüller war mit den Vorbereitungen zufrieden. Er gab uns dann auch gleich ein Zwischenfazit. Ja, und ich habe am Tag 2 wieder meinen Obermüller an meiner Seite. So, was ist denn heute hier schon mal abgelaufen? Also wir hatten ja schon unsere spektakuläre Mühlenschau, möchte ich sagen, wo wir schon mal einige Probemahlgänge hatten, wo wir die Müllerburschen eingeschworen haben. Das ist ganz wichtig, die mussten die 7 Schwüre der Müllerburschen ableisten. Auch das Grundgesetz der Lobitscher Altweibermühle wurde verlesen, auch ganz wichtig. Das Ganze schön mit Unterhaltung, ein bisschen Tanz von den Mädels und so weiter. Also schönes Programm hier an der Mühle. Die alten Weiber sind hier schon den ganzen Tag hier unterwegs. Das ist ein wunderbares Bild immer wieder. Wir haben ein großes Kinderfestlaufen, wir haben einen großen Kunsthandwerkermarkt den ganzen Tag heute und auch morgen mit ganz vielen Ständen, wunderbar. Also ich muss sagen, bisher sieht es eigentlich ganz gut aus. Kann ich nur zustimmen. Petrus hält ja glücklicherweise ja, die Schleusen nicht ganz, aber fast geschlossen. Was erwartet die Besucher heute hier noch? Hier geht es ja noch ein bisschen rund. Genau, es geht noch weiter. Also man hat immer noch Spaß auf dem Kunsthandwerkermarkt und beim Kinderfest. Aber heute Abend geht es nochmal richtig los. Tanz im Festzelt mit Hot Music Band und der Disco Umba Lumba. Von daher heute Abend auch nochmal volles Programm. Dann hoffen wir wieder ja, auf den Segen von oben. Ja, liebe Zuschauer, wir sehen uns wieder am Tag 3. Langsam starten wieder die Veranstaltungen. Wir haben einmal die Kalender durchforstet und für Sie aktuelle Veranstaltungstipps, zum Beispiel fürs kommende Wochenende, zusammengestellt. Am 21. Juni ist Sommersonnenwende, der längste Tag des Jahres. Die Sonne spielt auch bei diesem Familiensonntag eine wichtige Rolle. Erprobt wird das alte fotografische Verfahren der Cyanotopie. Dabei wird auf beschichtetem, lichtempfindlichem Papier mit Hilfe der Sonne ein Bild erzeugt. Die Vorlagen werden bronzezeitliche Motive sein, wie zum Beispiel Sonnenschiffe, Pferde, Krieger oder Sonnensymbole. Diese werden zuvor per Hand auf Folien übertragen. Wie die Belichtung funktioniert, ist live erlebbar. Der Augenblick, wenn die Sonnenbilder erscheinen, ist fast ein wenig magisch. Die Familiensonntage in der Arche Nebra finden jeweils von 10 bis 16 Uhr statt. Einzelne Aktivangebote dauern jeweils etwa 60 Minuten pro teilnehmende Familie, sodass auch Hygiene- und Abstandsregeln gut eingehalten werden können. Ein Mund-Nasen-Schutz sollte mitgebracht werden. Eine vorherige Anmeldung zur Absprache der Zeitfenster ist erforderlich. Informationen und Anmeldungen, die erfahren Sie unter der Telefonnummer 03-4461 25 52 0 oder unter info@himmelsscheibe-erleben.de. Bleiben wir gleich bei der Arche Nebra. Bis zu den Sommerferien hat das Arche Nebra-Team die Sonntage kurzerhand zu Familiensonntagen erklärt. Bis dahin werden verschiedene Aktivangebote der Arche Nebra für Familien wieder aufgelegt. Darunter Himmelsscheiben aus Zinngießen, die Schmuckwerkstatt und vieles mehr. Informationen zum aktuellen Programm an den einzelnen Sonntagen gibt es auf der Webseite unter www.himmelsscheibe-erleben.de.
Es besteht auch wieder die Möglichkeit, an öffentlichen Führungen in der Eiche Nebra teilzunehmen. Die Startzeiten sind immer Samstag und Sonntags, jeweils um 12 und um 13 Uhr. Neu aufgelegt wird die öffentliche Führung zum Fundort der Himmelsscheibe auf dem Mittelberg, die immer sonntags um 14 Uhr stattfindet. Im Zeitzer Schlosspark haben wieder Ziegen und Meerschweinchen ihr Sommerquartier bezogen. Bis Oktober werden zwei Ziegen namens Bibi und Tina, sprich Mutter und Tochter, und die zwei Meerschweinchen Tom und Jerry im Park bleiben. Der Eigentümer der Ziegen, das Seniorenlandhaus Kretschau, ist langjähriger Unterstützer des Schlossparks. Die Versorgung der tierischen Bewohner übernehmen in dieser Zeit die Mitarbeiter des Tierschutz Zeitz e.V. Das Personal des Vereins kommt täglich, um nach seinen Schützlingen zu sehen, zu füttern und die Tiergehege sauber zu halten. Die Ziegen und Meerschweinchen werden fachmännisch versorgt. Deshalb die eindringliche Bitte an alle Besucher: Die Tiere bitte nicht füttern. Vielen Besuchern ist das nicht bewusst, dass sie mit den Füttern den Tieren schaden könnten. Die Hinweisschilder mit der Aufschrift "Bitte nicht füttern" sollen die Tiere vor Koliken und Vergiftungen schützen. Wir wünschen schon mal viel Spaß beim Beobachten der tierischen Bewohner. In Bad Kösen starten die öffentlichen Führungen Historische Salinentechnik am Samstag, den 20. Juni. Bis zum 31. Oktober hat man jeweils am Samstag ab 10.30 Uhr die Möglichkeit, sich über die Geschichte des Heilbades und die Entwicklung von Salzgewinnung und Herstellung zu informieren. Besondere Beachtung gilt der historischen Salinetechnik mit der Radkunst, dem Doppelfeldgestänge, dem Bohrlachschacht und dem Gradierwerk sowie deren Funktionsweisen. Die Führungen beginnen am Café Schoppe in der Naumburger Straße 1. Auch individuelle Gruppenführungen können in Naumburg und Bad Kösen wieder gebucht werden. Aufgrund der aktuellen Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie werden alle Führungen mit reduzierten Gruppengrößen durchgeführt. Außerdem müssen die geltenden Abstandsregelungen eingehalten werden. Um Infektionsketten zurückverfolgen zu können, werden die Daten der Besucher auch bei der Teilnahme an öffentlichen Stadtführungen erfasst. Deshalb wird darum gebeten, ca. 15 Minuten vor Beginn der Führung zu erscheinen. Weitere Informationen erhalten Sie in der Touristinformation in Naumburg unter der Telefonnummer 03445 273 125 oder 123. Versierte Gästeführer nehmen Sie am Sonntag, den 21. Juni, mit auf eine Reise durch 1000 Jahre Stadtgeschichte in der Domstadt Naumburg. Die Führung beginnt in der ehemaligen Domfreiheit und endet in der Bürgerstadt. Dabei werden einzigartige architektonische Bauwerke und Kunstdenkmäler sowie eine Vielzahl liebenswerter Details präsentiert. Kuriositäten und Anekdoten aus der ereignisreichen Stadtgeschichte werden Sie zum Staunen und Schmunzeln bringen. Treffpunkt ist ca. 15 Minuten vor Beginn der Führung am Schilderbaum auf dem Domplatz. Ja, und das Mühlrad dreht sich weiter in der Altweibermühle in Lobitsch. Der Sonntag ist dabei natürlich immer der Höhepunkt der drei tollen Tage. So, liebe Zuschauer, Tag 3 hier in Lobitsch. Ja, und heute ist der Höhepunkt, denn heute wird die Mühle so richtig angeschmissen. Bereits am Vormittag waren die Müllerburschen auf den Beinen, um die alten Weiber von Lobitsch zu wecken. Lass die Alte nicht abhauen. Ja, wir brauchen noch mehr. Ja, wird schön sein. Ich lass mir schon was einfallen. So ging es mit dem Schlepper quer durchs Dorf, um die Besucher auf den großen Höhepunkt des Festes einzustimmen. Immer mehr Gäste füllten den Festplatz, darunter auch ein paar Gestalten, die der eine oder andere noch nicht kannte. Wie schimpfen Sie sich? Ich bin die Roggenmuhme. Muhme? Die Roggenmuhme.
Was heißt das? Die Roggenmuhme ist eine Sagengestalt. Die Roggenmuhme beschützt die Felder der fleißigen Bauern. Aber wehe, die Roggenmuhme wird nicht in Ruhe gelassen. Dann hole ich alle Kinder. Und? Kriegen wir hier noch ein Zeitz oder was? Die werden gestohlen und die nehme ich alle mit in mein Feld. Seit wann gibt es jetzt diese Gestalt, die Roggenmuhme? Das wird eigentlich von eine uralte Sage. Es gibt hier viele Sagengestalten, Saale Alf, Saale Nix, Roggenmuhme. Und das wird jedes aller 7 Jahre werden die im Prinzip wieder zum Leben erweckt. Die haben alle heute ihren Auftritt noch. Und darf jedes Mal ein anderer machen. Was macht denn den Reiz aus, sowas hier mitzumachen? Ich wohne jetzt schon über 30 Jahre in diesem Dorf. Meine Mutter stammt aus diesem Dorf. Also ich habe schon immer Verbindung hierher und es macht einfach nur Spaß. Wir machen Karneval zusammen, wir machen die Altweibermühle zusammen, wir feiern zusammen. Das ist einfach nur schön. Heute nun wurden die alten Weiber auf einem Pferdewagen getragen und begleitet von zahlreichen Gästen und Schaulustigen durchs Dorf bis hin zur alten Mühle gefahren. An mehreren Plätzen wiederholte sich immer wieder das gleiche Schauspiel. Überall im Dorf verteilt hatten sich die alten Weiber eingerichtet und versorgten das angereiste Publikum mit jeder Menge Spaß. Wie läuft das Geschäft? Mensch, wir haben uns so gestern gesehen. Ja, es läuft nicht berauschend. Die sind alle krumm hier. Die haben alle riesen Fotoapparate, aber keiner kauft was hier. Und ich kann heute gar nicht verdienen. Nicht viel, gucke doch hier auf den Ladentisch. Viel ist es nicht. Na, aber jetzt kommen sie doch, gucke. Ja, nur weil das Fernsehen da ist, sonst wird die nicht kaufen hier. Die kurze Andacht wiegte die alten Weiber an der Kaffeetafel in Sicherheit. Ein Trugschluss, wie sich kurze Zeit später herausstellte. Endlich konnten alle zur Mühle gebracht werden. Der Platz vor der Altweibermühle war bereits bis auf den letzten Platz besetzt. Tausende Zuschauer wollten sich das Spektakel in Lobitsch nicht entgehen lassen. Die eingefangenen Weiber bekamen dann direkt vor der Mühle einen abgesperrten Präsentationsplatz. Die Müllerburschen fanden sich alle oben auf der Mühle ein und der Obermüller konnte nun endlich den ersten Mahlantrag verlesen. Und wir beginnen gleich mit der ersten Alten. Und zwar mit Martha Rübenschmeiß. Die Martha, die hat uns oben am Dreieck das Leben schwer gemacht. Die hat uns erst mit frischem Obst gelockt. Aber als wir das einfangen wollten, da ging's los. Martha Rübenschmeiß, da gehe ich lieber gleich in Deckung. Das wird saugefährlich. Müllerburschen, Achtung, holt mir die Martha Rübenschmeiß. Schöne Mai, hast du heut für mich sein. Ich will nicht der Erste sein. Schmeiß doch erst die Annahme für euch in den Schrank rein. Von der kauft ihr mir meine Miese. Viel zu teuer. Ich glaube, die bescheißt mich. Ja. Anna, wenn ich hier durch bin, dann trete ich dich sowas wieder von den Hintern. Mensch, jetzt beruhige dich erst mal. Dein Mann hat einen ordnungsgemäßen Mahlantrag gestellt, also wirst du durchgemahlen. Ja, doch ein Vogel, der Alte. Ich will trotzdem nicht der Erste sein. Schmeiß die alte Furchenschreck rein. Hier, Anna, meine Güte,
halt die mir vom Leibe. So, ich glaube, die erste ist fällig. Schmeißt sie in die Mühle rein. Na, wartet mal, stellen Sie doch mal hin. Komm, ich will Sie doch mal hier sehen. Ach. Aber nicht drehen, ich mache erstmal nochmal den Mahlantrag. Es wurde aber auch wirklich Zeit, das mit der Martha, das geht mir zu weit. Ihr denkt, sie ist schwach, doch das ist sie nicht. Jeden Tag tut die verkloppen mich. Ich wäre noch blöde, so derbe tut das weh. Es wäre das Beste, wenn ich sie nicht mehr sehe. Obermüller, meine Rettung bist du. Steck sie in die Mühle, dann habe ich Ruhe. Und Mühle an. So, jetzt bin ich mal wirklich gespannt. Brautführer, guckt mal nach. Hat wieder frisches Blut. Die alten Weiber sind durchgemahlen. Sie sind wieder jung. Unsere Lobitscher alten Weibermühle, sie vollbringt schon wahre Wunder, oder? Wahnsinn. Dann war es endlich geschafft. Auch das letzte zeternde Weib war wieder zu einer jungen Frau gemahlen worden. Die Müllerburschen und ihre Mühle haben ihr Tagewerk vollbracht. Nun müssen alle gestressten Männer, die nicht rechtzeitig einen Mahlantrag gestellt haben, und die zahlreichen Gäste viel Geduld aufbringen. Denn es heißt erst wieder in 7 Jahren auf nach Lobitsch zur Altweibermühle 2023. In 7 Jahren brauchst du die Mühle. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Freitagssendung angelangt. Ich wünsche Ihnen jetzt erst einmal ein schönes und vor allen Dingen ruhiges, entspannendes Wochenende. Wir sehen uns, wenn Sie möchten, am Dienstagabend schon wieder, natürlich hier bei BLK TV. Weitere Nachrichten, die finden Sie wie immer aktuell auf unserer Webseite blkregional.tv oder bei Facebook. Also dann, machen Sie es gut, tschüss und auf Wiedersehen.